Reis und Eier wurden per LKW angeliefert, weil die Menge für den Pickup zu groß geworden ist. Ausgeladen hat den LKW ein kleiner Arbeiter, der mir nur bis knapp über die Nasenspitze reichte. Er hat die schweren Reissäcke alleine ins Lokal geschleppt und gestapelt. Das macht er für ungefähr 7 Euro den ganzen Tag über. Das ist unter dem Mindestlohn, aber den zahlt in diesen Zeiten sowieso niemand. Und er ist froh, dass er den Job hat. Mir hat nach 5 Minuten Zusehen der Rücken geschmerzt. Die Eier wogen weniger, dafür wurden sie mit 2 Mann ausgeladen, aber die Jungs arbeiten auch für einen Hungerlohn und sind trotzdem froh, dass sie überhaupt Arbeit haben. Dann trudelte langsam die Mannschaft ein, Reis und Eier wurden umgepackt und eingetütet und alles vorbereitet für den großen Auftritt. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es regnete nicht und die Regenmäntel konnten zu Hause bleiben. Das machte das Warten für die Hilfebedürftigen etwas angenehmer. Da der Himmel größtenteils bedeckt war, hatten sie auch nicht unter Hitze zu leiden. Prop fiel heute fast ganz aus. Sie hatte sich vor ein paar Tagen mit einer schweren Last verhoben und litt unter starken Rückenschmerzen. Aber zur Aufsicht über die Gemeinde reichte es dann doch. Von den Kindern waren wegen des guten Wetters mehr mitgekommen als die letzten verregneten Wochenenden. Die plünderten dann wieder fleißig den Beutel mit Süßigkeiten und die Luftballons. Ein paar der Mütter haben verraten, dass die jüngeren Kinder schon Mitte der Woche fragen, wann endlich Sonntag ist.
Leider stellte sich gegen Ende der Registrierung heraus, dass wir nicht genug Verpflegung für alle hatten. Knapp 50 Familien konnten wir trotz Nachbestellung nicht versorgen. Originalton Prop. Entschuldigt bitte vielmals, dass wir die Registrierung beenden müssen. Es tut uns wahnsinnig leid, aber alle Vorräte, die wir haben, sind vergeben. Wir hoffen, dass am nächsten Wochenende wieder genug für alle da ist. Es tat echt weh, die enttäuschten Gesichter der zu spät gekommenen zu sehen und sich in ihre Lage zu versetzen. Die Anzahl der Bedürftigen wächst stetig, je länger keine Touristen kommen. Und unsere finanziellen Mittel werden knapp. Wir sind nicht sicher, ob wir für kommende Woche genug Spenden zusammenbekommen oder ob die Nahrungsversorgung für eine Woche ausfallen muss. Im Hinterhof lief die Registrierung wie gewohnt. Im Restaurant baute währenddessen ein anderer Teil der Truppe die Ausgabe auf und auf der Straße formierte sich die Warteschlange, bis es endlich losging. Heute möchte ich euch das jüngste Mitglied der Corona-Gang vorstellen. Der Zwerg heißt Palit und ist erst 2 Jahre alt. Es ist unser erster Urenkel, Sohn unserer Enkelin Kaufan. Kinderarbeit ist ja auch hier verboten, aber Palit hatte so lange rumgeningert, bis wir ihn zur Essensverteilung mitnahmen. Vermutlich hatte ihm Jings Töchterchen erzählt, was für einen Spaß es bei der Corona-Gang gibt. Bei der Registrierung hielt er sich noch vornehm zurück, aber als dann die Ausgabe vor dem Lokal aufgebaut wurde, kam er langsam richtig in Fahrt. Er schleppte fleißig Reisbeutel zum Ausgabetisch, mit schwankendem Erfolg. Einmal überschätzte der kleine Macho seine Kraft und versuchte 2 von den Reisbeuteln auf einmal zu tragen, weil es ihm offensichtlich nicht schnell genug ging. Das war dann aber doch ein wenig zu viel. Er ließ sich auch von keinem davon abbringen, zu helfen. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass wir es ohne ihn nicht schaffen würden. Und für das nächste Mal hat er seine Mithilfe schon angedroht.
Zwischendurch kommen immer mal wieder Menschen mit speziellen Problemen zu Prop und tragen ihr Anliegen vor. Die versucht dann, eine Lösung zu finden. Die Verteilung der Hilfspakete verlief dank der Mithilfe aller Beteiligten reibungslos. Und auch das Ausfahren zu den Immobilien war ohne Probleme. Der kleine behinderte Junge wollte partout nicht begreifen, dass er nur einen Luftballon nehmen sollte. Er wollte alle, die übrig waren. Naja, die anderen Kinder hatten ja alle schon einen, also war's egal. Viele der Ärmsten drücken ihre Dankbarkeit mit kleinen Geschenken aus, wie hier die Großmutter des behinderten Jungen. Sie schenkte uns eine in ihrem kleinen Garten selbstgezogene Papaya. Die hätte sie auch verkaufen oder selbst essen können. Aber die Großeltern wollten etwas zurückgeben für die Hilfe, die sie von den Coroneros erhalten.